Ich wünsche euch einen schönen Sonntagmorgen und wie ihr sicherlich wisst, ich bin der Callcenter Kascha. Heute startet das erste Video einer Betrügerverarsche, mit der ich fast anderthalb Monate beschäftigt war. Es geht dabei nur um eine Firma, die ich mir so richtig zur Brust genommen habe. Dauernd habe ich denen neue Anfragen und Aufgaben gestellt, auf die sie wieder reagieren mussten. Wie gesagt, ist dies der erste Teil und den zweiten Teil hört ihr am nächsten Sonntag, denn als ein Video waren diese 14 Anrufe wirklich zu lang. Nun kommt wie immer das Intro und danach geht's direkt los. Ich wünsche euch viel Spaß! Hallo? Schönen guten Tag, spreche ich mit Herr Siegelbürger? Ja, ist richtig. Ich freue mich, Sie zu erreichen. Mein Name ist Annabelle. Ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung unter unserem Projekt an, bezüglich Online-Handel und passives Einkommen. Ja, okay. So, sagen Sie bitte, ob haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder sind Sie ganz neu? Ich bin ganz neu. Ganz neu, dann machen Sie bitte keine Sorgen. Und schon ist... Hallo? Hallo? Ja, warum haben Sie denn aufgelegt? Also, vielleicht wegen schlechter Verbindung. Also, hat unser Gespräch unterbrochen. Ja, von wo aus rufen Sie denn an, wenn Sie eine so schlechte Verbindung haben? Also manchmal passiert es so, aber wie gesagt, das ist kein Problem, wir können weiter unser Gespräch. Ja, von wo aus rufen Sie denn an, wenn Sie eine so schlechte Verbindung haben? Also unser Büro befindet sich in Frankfurt am Main und noch eine in Bonn. Ja gut, aber Sie rufen innerhalb Deutschland an und haben eine so schlechte Verbindung? Das kenne ich gar nicht. Hallo? Leider ist es nicht mit uns zu tun. Also so passiert also einmal und ja, das ist... Bitte was? Also manchmal passiert es so und deswegen habe ich Sie nochmal angerufen. Ja, manchmal passiert es so. Okay. So, und was bieten Sie jetzt an? Was können Sie mir anbieten? Sie haben unsere Werbung gesehen und Sie haben Interesse an passives Einkommen, stimmt? Ja, richtig. Super. Das war dann Sie, wie Sie gesagt haben... Ich höre Sie leider sehr leise. Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Ja, und jetzt hören Sie besser? Nein. Sie haben eine sehr schlechte Telefonverbindung. Und jetzt? Ja, bis jetzt haben Sie ja nur und jetzt gesagt. Nicht viel besser. Aber erzählen wir Sie mal weiter. Gut, also sehen Sie, Sie haben unsere Werbung gesehen und Sie werden passiv Geld verdienen mit Roboter, also künstliche Intelligenz und Ihr persönlicher Fachmann oder Fachfrau. Ja. Ja, Roboter passt für Sie am besten, wenn Sie zum Beispiel nicht so viel Zeit haben, weil Roboter automatisch funktioniert. Er handelt selbst, er öffnet und schließt Geschäfte selbst. Ihr Fachmann wird für Sie Roboter einrichten und alle anderen Einstellungen auf Ihr Handelskonto auch. Er wird für Sie ein App installieren und bei allen Fragen oder Schwierigkeiten stellt Ihr Fachmann gerne zur Verfügung. Sie können jederzeit beim Fachmann melden, entweder schriftlich oder telefonisch. Ja, unter dieser Nummer oder? Ja. Nein, wenn Sie müssen, wird Ihr Fachmann mit Ihnen, also mit Ihrer Arbeitsnummer kontaktieren. Wie, was? Das habe ich jetzt wieder nicht verstanden. Ihr Deutsch ist nicht so gut. Moment mal, ich verbinde mit anderen Kollegen und Sie werden weiterreiten. Na gut, dann verbinden Sie mal. Hallo.
Hallo. Na hallo, hallo. Schönen guten Tag, Herr Sickelburger. Berg hier Ja. am Apparat. Wie geht es Ihnen? Wie ist Ihr Name? Daniel Berg. Herr Berg, guten Tag. Ja, bitte, guten Tag. Hauptsächlich, Herr Sickelburger, Sie haben einen Anruf gekriegt wegen Ihrer Registrierung an unserem Handelsprojekt General Crypto Offers. Das heißt, logischerweise haben Sie sich angemeldet. Ist das korrekt? General Crypto Offers sagt mir nichts. Ich habe mich bei Ja. Ölprofit war das. Hauptsächlich, das ist ein Handelsangebot, müssen Sie verstehen. Und er führt Sie immer weiter zu der Hauptplattform. General Crypto Offers, das ist ein Angebot, wo verschiedene Tradingsoptionen da sind. Entweder Kryptowährungen oder Rohstoffe, Gold, Silber, Gas, etc. etc. Da Und wurde da mir aber gar weiterhin nichts um Sie. angezeigt. Das zeigt. Die Information habe ich, sondern nicht Sie, weil ich kriege die Registrierung an den Moment an, als Sie sich so eine Werbung anschauen und so Informationen eingeben, wie Name, Nachname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Und dann steigt der Anbieter von der KI für den Kunden an. Und ich repräsentiere hauptsächlich die Hauptplattform, die KI, Und wo Sie das System benutzen können. welches ist jetzt Ihre Hauptplattform, wenn es nicht Ölprofit ist? Investment Group ist die Hauptplattform. Wie gesagt, Ölprofit sowie General Crypto, Bitcoin Code, Immediate Edge, Immediate Amex, das ist alles eine Werbung, ein Handelsangebot. Wir machen die Basis hauptsächlich, die Software, die bieten wir unseren Kunden an. Und das ist eine Tradingsrichtung, Tradingsoption. Ja, aber Sie sagen, mit Roboter habe ich wenig Interesse. Das heißt, Sie möchten selber traden. Nein, aber Sie haben, Ihre Kollegin sagte doch, man kann mit einem Experten zusammenarbeiten. Mit was, Entschuldigung bitte? Mit einem Experten von Ihrer Firma. Na logisch. Okay, im Grunde genommen, was ist eine KI? KI, das ist eine Applikation, das ist die Basis, wo Sie das alles beobachten können und kontrollieren. Von unserer Seite kriegen Sie Servicehilfe. Das heißt, Sie möchten mit dem System lernen, dann ja, haben Sie immer Nee, ich einen möchte ja nicht Analytiker und lernen. Ich Finanzberater. möchte ja nicht lernen. Ich möchte investieren. Das heißt, Sie möchten mit den Analytikern zusammenarbeiten und Sie möchten Investitionen als Startkapital, das ist eine Sache. Jetzt muss ich ja verstehen, auf der Basis von dieser Plattform möchten Sie das System benutzen, so dass Sie selber Entscheidungen treffen, wenn Sie ein Gespräch mit den Analytikern führen, oder möchten Sie das System, die KI, vollautomatisch laufen lassen? Ja, Was ist das für Sie jetzt? vollautomatisch handeln geht ja nicht, weil eine künstliche Intelligenz kann ja keine Trades öffnen. Ein Handelsroboter kann. Und die Statistik bei der künstlichen Intelligenz, die Analyse überhaupt existiert, das ist eine normale Praxis. Dann Aber gut, in Ihrem Falle, was möchten Sie machen? hat also Ihr Handelsroboter Zugriff auf mein Geld? Nein. Ja, dann. Hundertprozentig werden Sie Ja, die wie? Applikation installieren. Ja, Moment, darf ich bitte mal Entschuldigung bitte. ausreden? Darf ich bitte Nein. mal ausreden? Im Nein, Moment darf ich nein. nicht? Darf ich Hauptsächlich wird. nicht? Ich darf Nein. nicht ausreden? Okay. So gehen Nein. Sie also mit Ihren Kunden um. Sie lassen Ihren Kunden nicht ausreden. Okay. Da Sie stellen eine Frage, ich gebe Ihnen eine Antwort. Ich habe die Momentanerweise Frage noch haben gar Sie nicht nicht mal zu fertig Ende gehen. gestellt. Haben Sie schon? Nein, habe ich nicht. Ich werde doch wissen, ob ich die Frage fertiggestellt habe oder nicht. Okay, gut, sagen Sie. So, Sie haben gesagt, die künstliche Intelligenz kann für mich handeln. Das heißt, Sie haben auch gesagt, dass der Handelsroboter keinen Zugriff auf mein Geld hat. Wie will denn der handeln dann? Nicht der Handelsroboter hat keinen Zugriff zu Ihrem Geld. Hauptsächlich, wenn Sie die Applikation, die Software besitzen, haben Sie nur Zugriff zu dem System. Die Konfiguration überhaupt bei dem Programm machen Sie zusammen mit den Analytikern von Ihrer Seite. Wir stehen Ihnen nur als Servicehilfe da an der Seite. Wie gesagt, KI, Handelsroboter, insgesamt alles ist Ihr Eigentum, weil Sie werden das System aktivieren, Sie werden eine kurze Verifikation durchgehen, etc. etc. Alles, was gebraucht ist, damit das System für Sie arbeitet. Und ihr Eigentum wird. Wir sind, hey, Entschuldigung bitte, wir sind für Sie da als Servicehilfe. Entweder Sie lernen mit den Analytikern oder konsultieren. Entweder das System arbeitet hundertprozentig automatisch und der Analytiker kontrolliert mit Ihnen einfach, ob Sie damit zufrieden sind und ob es für Sie arbeitet. Verstehen Sie? So, sind Sie jetzt fertig? Ich ja. Und Sie? Ja, nee, ich noch nicht, weil Sie haben doch gesagt, Schade. die KI würde für mich handeln.
Da muss die KI ja auch Zugriff auf mein Geld haben. Und schon ist er. Ja, bitte. Hallo. Schönen guten Tag, Herr Seeburger. Bitte? Spreche ich mit Herrn Seeburger? Ja, das ist richtig. Wer spricht da? Am Platz ist Anna Bein. Wer ist da bitte? Sie sprechen sehr schlecht und haben. Sie mussten nicht so ins Mikrofon pusten. Das hört man da nicht. Hallo. Ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Siegelbürger? Ja, das ist richtig. Super, wird mich das erreichen. Mein Name ist Annette Hofmann. Ich arbeite in Finanzabteilung. Wir haben also ein bisschen früher mit meinem Kollegen gesprochen. Mit welchem Kollegen? Welche Firma sind Sie? So, unser Unternehmen heißt Investment Group. Sie haben heute registriert und für zusätzlichen Einkommen interessiert. So, vielleicht mein Kollegin hat Ihnen ganz nicht ganz voll alles erklärt und deswegen ich versuche alles in kurz und knapp erzählen, wie alles funktioniert. Ja, welcher Kollege war das? Andreas Hahn. Ja, der hat einfach aufgelegt. Ach so, wirklich? Ja. Alles klar. Ja, dann Entschuldigung bitte. So, was haben Sie von diesem Gespräch verstanden und welche Momente müssen wir ja schon besprechen? Er hat sehr verwirrt gesprochen. Irgendwie war gar nicht so richtig etwas zu verstehen. Er war sehr verwirrt. Macht er das den ersten Tag? Also leider meine Kollegen so arbeitet bei uns nie so lange Zeit, deswegen so er kann nie so gut sprechen, so deswegen. Aber also ich glaube, das können wir alles zusammen erledigen. So, Entschuldigung bitte noch einmal. Ja, okay, kein Problem. Okay, super. So, wie gesagt, dann ich erkläre Ihnen ganz kurz und knapp, wie alles funktioniert. Ja. So sehen Sie. Prinzip unserer Zusammenarbeit ist sehr leicht. Wir kaufen billiger und wenn der Preis steigt, wir verkaufen es teurer. Und dieser Unterschied vom Preis, das ist Ihre Profit. Vielleicht ja. Haben Sie das gehört. Ja, was verkaufen super. Sie billiger und teurer? Wir haben viele Möglichkeiten. Jetzt arbeiten wir mit Rohstoffen, mit Aktien, mit Währungsfonds und auch mit Kryptowährung. Das alles werden Sie mit Ihrem Finanzberater besprechen und er oder sie wird Ihnen raten, so was für Sie jetzt profitabler ist und mit welcher Vermögensfrage können Sie mehr Geld verdienen. Ja, ich bin ja an ganz bestimmten Sachen interessiert, ne? Also ich möchte Aktien mit Rohstoffen handeln. Alles klar, dann warten Sie bitte eine Weile. Ich muss bei mir alles notieren. Damit können wir so bessere Handelsstrategie für Sie entwickeln. So, Aktien und Rohstoffen, ja? Aktien für Rohstoffe. Für Firmen, die Rohstoffe. Ja, genau. Alles klar, das habe ich bei mir notiert. Super. So, darf ich auch fragen, so, was machen Sie beruflich? Vielleicht arbeiten Sie auch mit Finanzen, oder? Nee, das nicht, nein. Aber wozu ist das wichtig? Nein. Wozu ist das wichtig? So, das war einfach fragen. Okay. Vielleicht Sie sind meine Kollegin. Nee, Kollege bin ich sicherlich nicht. Das kann ich sicherlich bestätigen. Alles klar, aber arbeiten Sie, oder? Natürlich. Super, wunderbar. Okay, dann gibt es jetzt irgendwelche Fragen oder können wir weitergehen? Ja, Sie haben ja jetzt noch gar nichts erklärt so richtig.
Okay, so. Sehen Sie, wie gesagt, werden Sie das nicht manuell machen, sondern Sie werden mit einem automatisierten System arbeiten. So, das heißt, diese Handelsroboter, das ist eine künstliche Intelligenz, die wird diese Geschäfte automatisch öffnen und ausschließen. Das heißt, diese Bot tragt sie automatisch um die Uhr. Das bedeutet, werden sie um die Uhr Geld verdienen. Aber in jedem Fall, wie gesagt, erhalten sie von unserem Unternehmen volle Unterstützung. Das heißt, werden sie in jedem Fall einen Finanzberater haben, die wird für sie diese Handelsroboter einrichten. So wie gesagt, ihre Handelsstrategie entwickeln und auch für sie diese Handelsroboter einrichten. So. Gut. Warten Sie bitte eine Weile. Lassen Sie mich bitte auch wissen, ob haben Sie gerade den Zugang zu diesem Handelskonto und ob verstehen Sie, was ist das eigentlich? Ich weiß, was ein Handelskonto ist, aber ich habe keinen Zugang zu diesem Handelskonto. Mhm. Aber Sie sagten, das ist ein vollautomatisches System. Roboter handelt für mich. Genau. Ah ja, okay. Aber in jedem Fall, diese Handelsroboter muss für Sie persönlich einrichten werden. So in jedem Fall. Also zum Beispiel, Sie möchten nur mit diesen Aktien arbeiten und Ihr Finanzberater wird für Sie diese Handelsroboter nur für Aktien einrichten. Ja, Aktien auf Rohstoffe, wie gesagt, ne? Also zum genau, Beispiel, genau. Ich möchte gerne bei mir alles notiert. Ja, aber ich möchte ja ganz bestimmte Rohstoffe. Ganz bestimmte Rohstoffe. Was meinen Sie genau? Ja, zum Beispiel, es gibt in der Computer- und Handyindustrie einen Begriff, das nennt sich seltene Erden. Daran bin ich interessiert. Sagt Ihnen das was? Seltene Erden? Dysprosium, Gallium, Germanium, Hafnium, ja, Indium. Genau. Das habe ich jetzt verstanden. Genau. Ja. Und Kobold in jedem Fall mit all diesen Vermögenswerken. So, dazu müssen Sie keine Sorge machen. In jedem Fall, wenn haben Sie schon irgendwelche Gedanken oder sowas, werden Sie das mit diesem Finanzberater besprechen und Sie werden einfach sagen, genauso mit welchen Vermögenswerken möchten Sie arbeiten. So, das ist kein Problem. Das hatte ich gerade schon gesagt. So, Seltene Erden nennt sich das. Ja, genau. Das habe ich alles gehört und bei mir alles bemerkt. So, wie gesagt, alles hängt von Ihrem Wunsch ab. So, das ist Ihr Handelskonto, das ist Ihre Arbeit und das ist Ihr Geld. Mhm. Und wie gesagt, werden Sie schon alles persönlich machen. Okay, ja, gut. Alles klar, dann lassen Sie mich bitte wissen, wie wird bequem sein, diese Zugangsdaten erhalten. Per E-Mail oder per WhatsApp? Ja, WhatsApp ist mir als Unternehmer leider untersagt. Ich habe nur eine E-Mail-Adresse. Also, E-Mail-Adresse. Warten Sie bitte eine Weile, ich werde bei Ihnen gerade melden. Eine Weile bitte. Entschuldigung, Moment. So, und darf ich auch fragen, so, warum haben Sie schon für zusätzliches Einkommen interessiert? Nee, ich weniger als ein zusätzliches Einkommen, eher als Investor bin ich tätig. Ach so, das heißt, das ist nur ein Interesse in diesem Bereich, ja? Richtig, genau, als Investor. Also, alles klar, super. Das freut mich in jedem Fall. Ja. So eine Weile. Gerade habe ich Ihnen einen Brief geschickt mit Betreff Zugangsdaten. An welche E-Mail-Adresse haben Sie das gesendet? Also Ihre E-Mail-Adresse lautet steffen-siegelbürger@web.de. Das ist richtig? Ja, gut, dann muss ich mir das mal aufmachen. Moment bitte. So. Mhm, alles klar. Dann schaue ich doch mal. So, jetzt geht's langsam auf.
das kein Problem. Wir haben viel Zeit. Ich logge mich ein. So, ja, ich habe eine E-Mail bekommen, tatsächlich, ja. So, von Annette Hoffmann, ja? Annette Hoffmann, richtig. Genau, genau, super. Ja. So, dort steht Link, Login, das ist Ihre E-Mail-Adresse und Passwort, das ist ein temporales Passwort, mit welchem können Sie anmelden. Später müssen Sie dieses Passwort für Ihre Sicherheit ändern, weil, wie gesagt, das ist ein temporales Passwort. Ja. Dann, also jetzt möchte ich Ihnen ganz kurz erklären, wie funktioniert eigentlich dieses Handelskonto. Dieses Handelskonto, das ist ein Extrakonto, mit welchem haben Sie Zugang zu diesem Finanzbörse, auf welche können Sie handeln. An welcher Finanzbörse? Nochmal bitte? An welcher Finanzbörse? Es gibt ja mehrere Finanzbörsen. Wie gesagt, werden Sie schon mit Aktien handeln, deswegen so mit Aktienbörse. Ja, und welche in welchem Land? So, Deutschland nehme ich mal an Ihrer. Sie rufen hier mit einer Hallo. Sie rufen mit einer Handynummer an aus Deutschland. Das heißt, Sie sitzen in Deutschland oder wo sitzen Sie? Wir arbeiten mit verschiedenen Ländern, sondern mit Österreich, mit Schweiz und auch mit Deutschland. Jetzt befinde ich Bonn, so in Deutschland, und ich gebrauche einfach unsere Arbeitslinie. Das ist eine IP-Telefonie und ja. Ich habe auch andere Telefonnummer, meine Arbeitsnummer, mit welchen können Sie mir erreichen. Wir haben so drei Büros in Deutschland, das ist in Bonn, Frankfurt und auch in Berlin. Ah ja, okay, gut. Ja, gut. Und wie genau funktioniert das jetzt mit dem Handelskonto? So, wie gesagt, auf diesem Handelskonto werden Sie handeln und auch arbeiten. Also dieses Handelskonto funktioniert so gleich wie ein Online-Banking. Vielleicht haben Sie Online-Banking, oder? Das habe ich richtig, ja. Alles klar. Das heißt, so alles funktioniert so gleich. Das heißt, haben Sie jederzeit also Zugang zu diesem Geld und Zugang zu Ihrem Profit. So, leider bis diese Zeit können Sie nur per einen Link auf diese Handelskonto anmelden und ein bisschen später erhalten Sie von unserer Seite, von Ihrem Analytiker, von Ihrem Finanzberater eine Applikation, mit welchen können Sie handeln. Gut, Applikation, das heißt, ich kann mit dem Rechner handeln. Genau. Ja, gut, okay. Das ist soweit klar. Gut, und wenn ich jetzt bei Ihnen einsteigen will, wie funktioniert das genau? Meinen Sie mit Aktivierung? So, wie gesagt, wenn möchten Sie mit dem Handel zu beginnen, müssen Sie einen bestimmten Betrag investieren. So, leider, warten Sie bitte eine Weile, ich muss überprüfen, welche Möglichkeiten haben wir. Ja, dann überprüfen Sie mal. Also wir haben drei Möglichkeiten. Sie können Ihr Handelskonto per Kreditkarte, per normales Banküberweisung oder per Crypto-Wallet aktivieren. Nee, da liegt mir die Banküberweisung am meisten. Banküberweisung, ich würde es an Ihre Firma überweisen. Genau, und also wie gesagt, es hängt von Art von Banküberweisung ab. Das heißt, wenn werden Sie eine Echtzeitüberweisung machen, dann im Laufe von 10 Minuten werden Sie dieses Geld auf Ihrem Handelskonto sehen. Wenn werden Sie eine normale Banküberweisung tätigen, es dauert ein bisschen länger wie normale Überweisung in Deutschland. Das wissen Sie. So, das ist normal, ja. Von eins, ja. Genau. Also darf ich auch fragen, so mit welchem Betrag möchten Sie einsteigen? Was wäre denn da möglich bei Ihnen?
So sehen Sie, wir haben ein technisches Minimum, das ist 250 Euro und dann werden Sie schon mit diesem Betrag anfangen. In jedem Fall erhalten Sie von uns einen kleinen Willkommen-Bonus, dass Sie die neue Kunde für unser Unternehmen ist. So, das heißt, wenn zum Beispiel anfangen Sie mit 250 und erhalten Sie von uns auch 50 Euro und auf Ihrem Handelskonto wird 300 Euro. Und mit diesem Geld werden Sie schon handeln. Ah ja, okay, gut. Das ist ja schön. Dann können Sie mir ja schon mal die Bankdaten schicken. Ich werde dann in der Zwischenzeit, dann habe ich sicherlich noch ein paar Fragen. So, okay. Nochmal bitte wiederholen Sie, in welchem Zeitraum können Sie das tätigen? Ich könnte das als Sofortüberweisung machen, das ist kein Problem. Alles klar. So einfach brauche ich von Ihnen eine Bestätigung, dass Ihre Transaktion erfolgreich war. So, wie gesagt, ich brauche Ihre persönlichen Daten nicht. Eigentlich, wo steht minus 250 Euro. Das war's. Und auf welche Daten haben Sie diese Geld überwiesen? Ja gut, ich kann ja noch gar nicht überweisen. Ich habe ja noch keine Bankdaten. Ja, das habe ich von meiner Seite eine Anfrage gemacht. Warten Sie bitte eine Weile und ich werde gleich per E-Mail Ihnen diese Bankverbindung schicken. Eine Weile bitte. Es dauert ein bisschen Zeit so. Ja, gerne. Wie gesagt. So, jetzt habe ich Ihnen einen Brief geschickt, eine Weile. So, vielleicht das dauert ein bisschen Zeit, eine Weile. Also noch ist nichts angekommen. Eine Weile, also vielleicht es dauert ein bisschen Zeit, weiß ich nicht, alles zu sagen. So, ein Brief mit Betreff Aktivierung des Handelskontos. Ja? Dort sehen Sie Empfänger, IBAN, das ist deutsche IBAN-Betrag, welche möchten Sie einzahlen und auch Verwendungszweck, das ist Ihr Vor- und Nachnamen. Das ist sehr wichtig, damit kann unsere Finanzabteilung diese Transaktion verfolgen. Aber noch ist nichts da. So haben Sie noch nicht bekommen, ja? Nein. So, eine Weile bitte. Vielleicht können Sie diese Seite aktualisieren oder Ihr Posteingang. Ja, ich aktualisiere. So, jetzt ist hier was angekommen, ja? So. Empfänger ist ja Facing Finance e.V., das ist ja ein Verein. Mach mal bitte. Ich sagte gerade, der Empfänger. E.V. ist ein Verein. Ich denke, Sie sind eine Firma. Was meinen Sie mit nochmal? Vielleicht habe ich falsch geschrieben, oder? Nein, aber hier steht doch als Empfänger Facing Finance E.V. E.V. ist die Abkürzung für einen Verein. Aber Sie sind doch kein Verein, Sie sind doch eine gewerbliche Firma. Oder nicht? So, Entschuldigung, vielleicht das war ein Fehler von meiner Seite. Vielleicht habe ich das falsch geschrieben. Eine Weile bitte.
So, Entschuldigung, leider, das habe ich von meiner Seite falsch geschrieben. Das muss sein, einfach Facebook Finanz. Ohne diese EV. Entschuldigung, bitte. Ah ja, das okay, habe ich falsch geschrieben. So, weil ich habe so schnell das alles gemacht und deswegen vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Ja, gut, okay. Fehler können ja passieren. Genau, wir sind alle Menschen und deswegen. So. Ja, okay. Gut, aber ich habe mir gerade so überlegt, ich würde irgendwie, Sie sagten, welche Beträge kann man noch einzahlen? Meinen Sie, welcher Betrag können Sie einzahlen, oder? Richtig. Weil hier steht 250, aber ich glaube, ich würde gerne richtig investieren. Ich würde mehr nehmen. Also, das ist Ihr Wunsch. So, wie gesagt, das ist unser technisches Minimum. Wenn möchten Sie mit mit größerem Betrag einsteigen, das ist kein Problem. So, Sie verstehen auch, dass Ihr Profit hängt direkt von Ihrem Investitionsbetrag ab. Ah ja, klar. So, gut, okay. Wenn möchten Sie schon mehr einzahlen, das ist, wie gesagt, das ist Ihr Wunsch. Ja, ich habe doch geschrieben, so 250 Euro, das ist ein technisches Minimum, mit welchem können Sie einsteigen. Ja, unsere Kunden anfangen mit 400 Euro, mit 500 Euro, mit 1000 Euro. Das ist, hängt direkt von Ihrem Wunsch ab. Ja, ich wollte da eigentlich, ich bin ja nun als Firmeninhaber, habe ich halt vor, ein bisschen Gewinne aus meiner Firma abzuschöpfen, die dann zu investieren, um dann danach die Gewinne irgendwann mal abzuschöpfen und den Betrag zurück in die Firma zu geben. Das heißt, ich würde gerne so mit 2.800 Euro einsteigen wollen. Alles klar, da gibt's kein Problem. Gut, okay, das ist sehr schön. Gut. So, vielleicht, ich empfehle Ihnen zuerst vielleicht mit 1.000 einsteigen, nee, dann warten Sie sehen. Nee, ich würd gerne nur einmal einzahlen, also nicht mehrmals. Ich würde gerne mit 2.800 Euro einzahlen. Ist das ein Problem für Sie, oder? Nein. Gut. In keinem Fall. Gut, so, weil wie Sie wünschen. Ja, weil Sie ja sagten, es gehe nach meinen Wünschen und ich würde mit 2.800 genau. Euro einzahlen. Wie Sie wünschen. Gut, okay, das ist gut. Dann würde ich jetzt, glaube ich, jetzt muss ich mich ein bisschen kurz fassen. Ich muss ein bisschen los. Ich habe einen Termin zu einem Meeting, aber ich würde das dann demnächst einfach mal überweisen. Mhm. Genau. Dann geben Sie mir bitte Bescheid und werden Sie mit diesem Überweisung fertig sehen. Ich meine einfach, schicken Sie mir bitte eine Bestätigung, dass diese Transaktion erfolgreich war. So, wie gesagt, wo steht minus dieser Betrag, welche müssen Sie einzahlen? Wie gesagt, ich brauche Ihre persönlichen Daten nicht. Einfach, welcher Betrag haben Sie überwiesen und auch auf welche Konto, okay? Ja, gut, okay, das ist kein Problem. Soll ich Ihnen da so einen Auszug, so einen Screenshot schicken oder wie soll ich das machen? Sie können einen Screenshot machen oder Sie können direkt in Ihrem Online-Banking eine PDF-Datei herunterladen, dass Sie haben diese Transaktion gemacht. Herunterladen oder meinen Sie hochladen? Hochladen, genau. So, vielleicht können Sie mir sagen, von welcher Bank haben Sie ein Konto? Ich habe mehrere Banken als Firmeninhaber habe ich mehrere Banken. Ich frage, weil also zum Beispiel, wenn Sie eine Überweisung in Sparkasse machen, da gibt es eine Probleme mit Screenshot wegen Sicherheit. Was? Nö, also ich arbeite mit der Sparkasse, also da ist doch kein Problem dabei. Welches Problem gibt es da? Ich meine, wegen Sicherheit können Sie keine Screenshot machen, aber Sie können Warum? Das in Einstellungen ändern, weil, also wie gesagt, ich arbeite mit verschiedenen Kunden und mit verschiedenen diese Konten und ich weiß, wovon ich spreche. Ja, also ich auch, ich habe heute... Problem, Ich habe heute erst Überweisungen gemacht. Ich habe meine Tankrechnung überwiesen und das war kein Problem, da einen Screenshot zu machen. Überhaupt Super. Kein Problem. Wunderbar, das freut mich. Also das ist kein Problem. Okay, alles Aber klar. Vielleicht nehme ich auch eine andere Bank, muss ich mal gucken.
Ich hätte noch eine Postbank, aber schauen wir mal. Mhm. Gut, okay. Alles klar. Dann muss ich jetzt ins Meeting. Ich werde das dann nach dem Meeting werde ich da sicherlich zukommen, das zu überweisen. Gut. Alles klar. Dann schicke ich So, Ihnen die wie Nachricht. gesagt, dann ich warte von Ihnen eine Nachricht und dann werden wir schon weitermachen. Okay? Alles klar, sehr schön. Alles klar. Danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Also wünsche ich Ihnen einen schönen Abend noch und bis später dann. Ja, sehr gerne. Sie sind ja ein bisschen freundlicher als Ihr komischer Kollege, der einfach aufgelegt hat. Das ist Vielen seltsam. Dank. Ja. So, danke Ihnen. Bis später. Bis Tschüss. später. Tschüss. Ja, bitte. Ja, hallo, schönen guten Tag, Herr Siegelbürger. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut. Alles gut, super. So, hier ist Annette. Werden wir schon jetzt die weiteren Schritte besprechen. Vielen Dank für Ihre Bestätigung. Also ich denke, im Laufe der Stunden wird Ihr Betrag mit Ihrem Bonus auf Ihr Handelskonto gut schreiben. Ja, Okay, ich hatte so. gerade schon mal geguckt, da war noch nichts drauf. Das hat mich erst mal ein bisschen gewundert. So, alles in Ordnung, machen Sie sich keine Sorge. So, ich muss gerade von meiner Seite alles erledigen. Ich habe auch ein paar Fragen an Sie, damit können wir schon Ihre Handelsstrategie ein bisschen besser entwickeln. Okay, haben Sie jetzt ein bisschen Zeit? Ein wenig Zeit habe ich, nicht viel, aber ein wenig. Fragen Sie 5 Minuten, mal ich brauche nicht viel Zeit. 5 Minuten nur. So, sagen Sie mir bitte eigentlich, ob haben Sie schon irgendwelche Erfahrungen in diesem Bereich? nee, ich bin nur Geschäftsmann und ich habe Also, noch nicht gehandelt. Das heißt, das ist Ihre erste Erfahrung. Richtig. Ich habe Alles Kollegen, klar. die das gemacht haben. Da kann ich mich schlau fragen, aber ansonsten habe ich selber das noch nicht gemacht. Alles klar. Super. Sagen Sie mir bitte ungefähr, so wie viel Zeit pro Tag oder pro Woche sind Sie bereit, dem Handeln zu widmen? So wie gesagt, warten Sie mit einem Handelsroboter arbeiten, aber Sie Darf ich brauchen Sie bitte so mal be weniger Zeit. darf ich Sie mal Ja? unterbrechen? Ich möchte nicht selber handeln. Ich bin ein Investor. Ich gebe Ihnen Geld, dass Sie für mich handeln. Genau. So, aber in jedem Fall, wann möchten Sie schon handeln? Wie gesagt, mit diesem Handelsroboter Nee, möchte ich ja müssen Sie nicht. irgendwelche. Hatte ich Ihnen doch auch Ja? gesagt, möchte ich nicht. Haben Sie das So, das alles vergessen? heißt, ja? Haben Sie das alles vergessen? Nein, Sie haben alles mir erklärt. Möchte ich einfach fragen, so, werden Sie. In jedem Fall, dieser Handelsroboter wird für Sie handeln und werden Sie ein Profit erhalten. Und einfach muss irgendwelche, so, wie kann ich Ihnen besser erklären, Sie zum sind der Beispiel, Profi, Sie sollten das erklären können. ob Sie sind schon zufrieden oder nein, oder müssen Sie schon ändern mit unserer Zusammenarbeit? So zum Beispiel 10 Minuten pro Tag oder 1 Stunde pro Woche. So wie gesagt, ich brauche nun, wir brauchen nicht viel Ihrer Zeit, weil ich verstehe, dass Sie sind beschäftigt Ich bin Geschäftsmann, ich und sage es jetzt noch mal ganz klar. Ich bin Investor. Ich gebe Ihnen Geld und Sie sollen mein Geld vermehren. Ich möchte gar nichts, ich möchte nicht selber handeln. Das macht alles Ihre Firma. Also, ich muss Okay. auch nicht einmal am Tag mit irgendjemandem telefonieren. Vielleicht reicht es einmal in der Woche, dass ich dann auf das Handelskonto gucke. Und dann werden wir sehen, wie Sie arbeiten. Ich habe mich jetzt nochmal woanders registriert und bin jetzt mal gespannt, welche der Firmen besser arbeitet. Das heißt, da habe ich auch überwiesen und jetzt bin ich mal gespannt, wer die besseren Gewinne macht für mich. Das heißt, die Gewinne, die gemacht werden, die bessere Firma gewinnt. Ich teste Sie jetzt also quasi auch. Ich teste Sie, welche Firma höhere Gewinne macht und die Firma, die höhere Gewinne macht, bei der werde ich dann mehr investieren.
Alles klar. Okay, das habe ich verstanden. Gut, dann die weiteren Fragen. So einfach für unsere Statistik, wie alt sind Sie? Das spielt doch keine Rolle. Also das hat mit. Ich bin ja nicht dafür da, um für Ihre Statistik zu handeln. Ich bin dafür, meinen Profit zu handeln. Ihre Statistik ist mir relativ egal. Also, das ist für Sie ein Problem? Ja, das geht Sie doch gar nichts an, mein Alter. Ich bin volljährig, ich bin Geschäftsmann. Mehr müssen Sie gar nicht wissen. Oder ist Ihre Qualität Ihres Handels davon abhängig, wie alt ich bin oder was ich mache? Dann, das hängt nicht von Ihrem Alter ab. Ja, ist gut. Da brauchen Sie das ja auch nicht. Wie gesagt, ich habe Ihnen gesagt, dass einfach für unsere Statistik. Die Statistik interessiert mich nicht, was Sie für Statistiken machen. Ich bin nur interessiert an Gewinnen. Alles klar. Können Sie nur sagen, ob Sie älter als 60 oder nein? Nein, ich bin nicht älter als 60. Okay, alles klar, danke Ihnen. Dann warten Sie bitte eine Weile. Worauf? Worauf soll ich warten? Also, ich habe einfach die weiteren Informationen mit meinen Kollegen besprochen. Und so wie gesagt, werden Sie mit einem Handelsroboter arbeiten. So, Wie gesagt, es ist mir egal. Das habe ich alles gemerkt. Gut, okay, dann sagen Sie doch, nicht dauernd Handelsroboter, es ist mir egal, womit Sie handeln. Ob das der Handelsroboter ist oder ein Finanzberater, ein Broker, der für mich handelt, ist mir relativ egal. Ich möchte denjenigen nutzen, der die meisten Gewinne macht. Alles klar. Das habe ich verstanden. So, dann die weiteren Schritte, dann, wie gesagt, im Laufe von 10 Minuten wird dieses Geld auf Ihrem Handelskonto gutschreiben. So, ich denke, heute noch erhalten Sie 2 Anrufe. So, erste von unserer Verifizierungsabteilung und zweite von Ihrem persönlichen Fachmann. Ja, natürlich können Sie erstmal eine Nachricht per E-Mail erhalten. Und dann Sie können einen Termin vereinbaren. So, wie gesagt, erste von Verifizierungsabteilen, damit können wir Ihr Handelskonto verifizieren und Ihre Personalität bestätigen. Sie haben doch gesagt, Sie brauchen keine persönlichen Daten, haben Sie mir gesagt. Nochmal bitte. Ja, Sie haben doch gesagt, Sie brauchen keine persönlichen Daten, haben Sie gesagt. Das habe ich gesagt am Bankdaten. Das habe ich gesagt am Bankdaten, weil so, Sie müssen auch das haben Sie nicht gesagt. Von unserer Seite. Wir müssen von unserer Seite auch bestätigen, dass Sie einfach Ihre Personalität bestätigen. Ja, dass wie machen Sie das? Das Konto gehört Ihnen. Ja, Sie haben mich doch angerufen unter meiner Nummer. Wer sollte dann wohl sonst ans Telefon gehen? Sie kennen meine Stimme. Nochmal bitte. Hören Sie schlecht? Sehr schlechte Verbindung. Ja, Sie rufen doch aus Deutschland an. Wie kann man aus Deutschland eine so schlechte Verbindung haben? Das weiß ich nicht. Ja, sehr seltsam. Ich habe in ganz Deutschland mit vielen Kunden zu tun und ich habe nie eine schlechte Verbindung, dass man mich nicht versteht. Jetzt nochmal die Frage. Sie haben gesagt, dass Sie keine Verifizierung brauchen. Wie würden Sie dann die Verifizierung machen? Was meinen Sie, wir brauchen von unserer Seite eine Verifizierung? Ja, und ich habe gefragt, wie diese Verifizierung vor sich geht. Meinen Sie, wie können Sie Ihre Personalität bestätigen? Das werden Sie alles mit unserer Verifizierungsabteilung besprechen. Aber so wie ich weiß, müssen Sie einfach Ihre Unterlagen bei uns herunterladen.
So, ich muss meine Unterlagen bei Ihnen herunterladen. Sie haben doch gar keine Unterlagen von mir. Ich meine, dieser Ausweis oder sowas, die bestätigt Ihre Personalität. Das muss ich bei Ihnen herunterladen. Aus Ihrem Handelskonto. Sie verstehen, glaube ich, schlecht Deutsch. Nochmal. Ich soll meinen Ausweis bei Ihnen herunterladen. Sie haben meinen Ausweis doch gar nicht. Ich habe Ihren Ausweis nicht. Ja, Sie eben. Wie soll ich dann meinen Ausweis bei Ihnen herunterladen? Sie können einfach auf Handelskonto anmelden und dann Sie können diese Dokumente herunterladen. Herunterladen? Ich habe doch keine Dokumente in meinem Handelskonto. Was kann ich da herunterladen? Wissen Sie den Unterschied zwischen herunterladen und hochladen? Augenblick. Wissen Sie den Unterschied zwischen hochladen und herunterladen? So, vielleicht, das ist mein Fehler, Entschuldigung. Ja, offensichtlich. Also, jetzt nochmal. Entschuldigung, bitte, Jan. Also, Augenblick. Sie wollen also meinen Ausweis haben, ja? Das ist kein Problem, das geht über das Postident-Verfahren in Deutschland. Nutzen Sie das Postident-Verfahren in Deutschland? So leider, das kann ich Ihnen nicht genauso sagen. Das ist nicht meine Kompetenz. Ich mache einfach Aktivierung mit meinem Kunden und leider bezüglich Verifizierung weiß ich nicht. Ah ja, na gut, ich habe nicht die Zeit, den ganzen Tag im Büro zu sitzen. Ich habe hier etwas zu tun. Ich hatte eigentlich gedacht, dass jetzt alles über die Bühne gegangen ist. Ich muss arbeiten hier, ich habe eine Firma. Und ich sitze nicht den ganzen Tag im Büro. Das weiß ich. Aber wie gesagt, so werden Sie alle Nachrichten per E-Mail erhalten und dann, wenn Sie schon Zeit haben, können Sie einen kurzen Anruf mit unserer Verifizierungsabteilung machen. So, das werden Sie selber vereinbaren. Alles in Ordnung. Machen Sie sich dazu keine Sorgen. Na gut, dann warten wir ab. Gut. Ja, und in der Zwischenzeit wird sicherlich schon gehandelt, denke ich mal, wenn mein Geld jetzt da ist bei Ihnen. So, ich glaube, im Laufe von 10 Minuten wird dieses Geld auf Ihrem Handelskonto und nachdem werden Sie eine Verifizierung machen, dann anfangen Sie mit Handeln. Ja, wieso? Sie können doch in der Zwischenzeit schon handeln, das ist doch verschenkte Zeit. Sie haben mein Geld, dann können Sie doch anfangen zu handeln. Okay, aber erstmal müssen Sie Ihre Personalität bestätigen, dann wird Ihr Finanzberater für Sie eine Handelsstrategie entwickeln. Die hatte ich Ihnen doch schon mitgeteilt. Wird dieser Finanzberater für Sie handeln. Die Strategie, die hatte ich Ihnen doch schon mitgeteilt. Ja, das habe ich bei mir alles notiert. Sie möchten mit Aktien für Rohstoffe arbeiten. Richtig. All das, was genau, Geld bringt. Genau, das habe ich bei, und das ist meine Strategie. Bei mir alles notiert. Wozu brauche ich dann noch eine Handelsstrategie? Ich habe Ihnen die Handelsstrategie, die wissen die doch. Da brauche ich doch keine Handelsstrategie mehr. Okay. Dann, ich gebe diese weitere Information meinen Kollegen, ihre Finanzberater, und dann werden Sie mit dem Handel zu beginnen. Machen Sie dazu keine Sorgen. Das ist in jedem Fall verschenkte Zeit. Sie hätten ja jetzt schon lange handeln können, wenn Sie mein Geld haben. So, ich glaube, so im Laufe des Tages werden wir schon alles erledigen und können Sie wie gesagt, Ihr Geld verdienen. Ja, dann bin ich mal gespannt, was Sie für mich erwirtschaften können. Wie gesagt, ich habe vor, wesentlich mehr zu investieren. Ich habe Ihrer Firma jetzt Geld geschickt und ich habe einer anderen Firma Geld geschickt. Ich möchte wissen, wer aus dem Betrag mehr Gewinne
erwirtschaftet. Und derjenige, die Firma, die dann gewonnen hat, da werde ich dann mehr investieren. Ich habe so circa, weiß ich, 80.000, 120.000, je nachdem. Ich habe einen Auftrag abgearbeitet, der demnächst ankommt, das Geld. Und da werde ich das Geld investieren, aus meiner Firma nehmen, investieren. Und die Firma, die am besten Gewinne erwirtschaftet hat, da würde ich dann investieren. Das heißt, Sie können alles sich... Alles klar. Und ja. Das heißt, geben Sie sich Mühe, wenn Sie den Job haben wollen, und wenn nicht, ist die andere Firma dran. Alles klar. Darf ich fragen, haben Sie schon in andere Firma auch solche Betrag investiert? Richtig, genau. Alles klar. Das habe ich verstanden. Okay, gut. Dann, wie gesagt, im Laufe des Tages erhalten Sie, denke ich, erstmal zwei Nachrichten von welcher Zielabteilung und zweite von Ihrem persönlichen Fachmann, Finanzberater, und dann werden Sie mit dem Handel zu beginnen, okay? Genau. Dann warte ich. Vielleicht haben Sie schon irgendwelche Fragen dazu. Nö, die Fragen habe ich gestellt, die konnten Sie nicht beantworten. Okay. Was soll ich dann weitere Fragen stellen? Sie sind offensichtlich nur für das Konto zuständig, nicht, und für nichts anderes. Alles warum klar. Soll ich Ihnen Fragen stellen? Warum soll ich Ihnen Fragen stellen, wenn es um die Technik geht, wenn Sie das eh nicht beantworten können? Okay. Jetzt sehr wichtige Information. Wann werden Sie schon die weiteren Anrufe erhalten oder Nachrichten? Müssen Sie in jedem Fall ein Codewort haben. Das ist eine Sicherheitscode, damit Sie können wissen, dass es Mitarbeiter von unserem Unternehmen. Warum sollten mich andere Firmen anrufen? So weiß ich nicht. So vielleicht von anderen Firma, die haben Sie schon investiert. Ja, die werde ich vielleicht haben Sie schon Daten am anderen Investitionsprojekt hinterlassen. Das weiß ich nicht. Weil, ja, natürlich. Und ich werde auch mit diesen Firmen weiter telefonieren. Warum darf ich mit denen nicht telefonieren? Das ist doch albern. Ich telefoniere mit meinen Geschäftspartnern. Nochmal, das Letzte habe ich sehr schlecht gehört. Wie gesagt, ich habe mehrere Partner und ich werde mit denen auch weiterhin telefonieren. Dazu brauche ich ja kein Passwort oder sowas. Einfach diese. Okay, das habe ich verstanden. Gut. Sonst noch Fragen, dann, oder? Also wie ja. Haben Sie sonst noch Fragen? Nein. So wie gesagt, im Laufe des Tages erhalten Sie diese zwei Nachrichten oder Anrufen und können Sie mit dem Handel zu beginnen. Ja, Anrufe weiß ich nicht, ob ich im Büro bin. Ich muss ja noch arbeiten. Die E-Mail sehe ich in jedem Fall. Dann soll mir eine E-Mail geschickt werden. E-Mail, okay, alles klar. Genau. Okay, super. Dann danke Ihnen für Ihre Zeit. Wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch und viel Erfolg bei dem Handel. Ja, na gut, es handelt ja noch kein, es gibt ja noch keinen Handel. Sie handeln doch noch gar nicht. So, ich meine in Zukunft. Ach so, in Zukunft. Das werden wir dann sehen, richtig. Okay, dann, wie gesagt, schönen Tag noch. Alles klar, dann schönen guten Tag. Alles klar, tschüss, ciao. Tschüss. Hallo? Ja, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Siegelburger? Ja, ist richtig. Super. Mein Name ist Olivia Bauer. Ich bin Ihre persönliche Fachfrau von Investment Group. Das Codewort lautet Beethoven. Ja, ist richtig. Okay. Super. Also sagen Sie mir bitte, ob Sie ein paar Minuten Zeit für das Gespräch haben. Ja, habe ich. Ein paar Minuten habe ich. Sehr schön. Super. Also Sie haben Ihr Handelskonto gestern aktiviert, also herzlichen Glückwunsch diesbezüglich. Und auch habe ich Ihre Nachricht erhalten per E-Mail. Ja. Also ich werde für Sie heute
Ihr Handelskonto alles dort einrichten, Ihr Handel starten. Also schon heute könnten Sie Ihre ersten Profite sehen. Dazu müssen Sie überhaupt keine Sorgen machen. Ja, ich wundere mich gerade, weil mein Geld ist immer noch nicht auf meinem Handelskonto drauf. Das wurde mir doch jetzt vor 2 Tagen schon versprochen. Okay. Sagen Sie mir bitte, also mit welchen Zugangsdaten haben Sie angemeldet? Mit meinen Zugangsdaten. Soweit ich weiß, also haben meine Kollegen Ihnen noch Bonus gegeben. Richtig. Also, Ja, es ist aber noch... Dann haben Sie ein Bonus-Handelskonto. Ja, aber es ist noch kein Geld auf meinem Handelskonto. Okay, sagen Sie bitte, mit welcher E-Mail-Adresse haben Sie angemeldet? Mit genau der E-Mail-Adresse, mit der wir jetzt Kontakt hatten. Mit Bonus, oder? Was mit Bonus? Mit der E-Mail-Adresse habe ich mich angemeldet. Das hat Ihre Firma mir ja zugeschickt. Bei E-Mail-Adresse soll noch ein das Wort Bonus sein. Das ist Zugangsdaten zu Ihrem Bonus-Handelskonto. Nee, das stand da nicht. Das stand da nirgendwo in irgendeiner E-Mail. Der Link ist da und dann der Login und da steht nichts von Bonus. Also wir haben hier Steffen. Siegelbürger Bonus App web.de. Das ist einfach die Zugangsdaten. Das ist, ich weiß, dass das ist nicht Ihre richtige Mailadresse. Ja, eben. Das sind einfach die Zugangsdaten zu Ihrem Bonuskonto und auf Ihrem Bonuskonto ist schon das ganze Geld drauf. Nee, ist es nicht. Dann schieben Sie das auf das Konto, bei dem ich jetzt auch gerade angemeldet bin. Das können Sie ja dahin schieben. Ich kann das leider nicht machen. Also können Sie bitte dann einfach beim Zugangsdaten das Wort Bonus noch schreiben. Das ist ja nicht meine E-Mail-Adresse. Ich möchte gerne bitte mit meiner E-Mail-Adresse. Ja, gut, das ist sehr schön, dass Sie das wissen. Dann werden Sie sicher Ihr firmenintern das Geld von einem Konto auf ein anderes Trading-Konto überweisen können. Okay, Herr Siegelburger, aber das ist schon dann Ihr ganzes Geld da. Können Sie bitte einfach das Wort Bonus schreiben? Nein, ich möchte gerne mit meiner E-Mail-Adresse dort angemeldet sein und nicht mit einer anderen E-Mail-Adresse, auf die ich gar keinen Zugriff habe. Ich habe leider Ihr anderes Konto in meinem System nicht, nur dieses Konto mit Bonus. Ja, dann machen... Dann, hat Frau Hoffmann Ihnen das nicht gesagt? Dann, nee, wurde mir nicht gesagt. Dann klären Sie das bitte firmenintern, dass mein Geld auf meinem E-Mail-Konto mit meiner E-Mail-Adresse hinterlegt wird. Das muss firmenintern bei Ihrer Firma ja machbar sein. Ich verstehe, aber es gibt 2 verschiedene Systeme. Also das System, das ist, wo Sie sich registriert haben. Ich habe nur ein System. Wo ich meine Kunde haben. Wo Sie Ihre Kunden haben, das ist mir relativ egal. Ich bin nur mit dieser E-Mail-Adresse bei Ihnen. Ich möchte mit Ihnen jetzt nicht streiten. Dann ändern Sie das einfach. Sie helfen mir, indem Sie mir mein Geld auf mein Konto einzahlen. Und nicht auf ein anderes E-Mail-Konto. Okay, ich versuche das klären, gut? Gut, okay. Dann melden Sie sich bitte wieder, wenn es geklappt hat. Warten Sie bitte kurz. Also ich möchte mit Ihnen ein bisschen kennenlernen, um unsere Arbeit zu starten. Ja, was wollen Sie dann wissen? Okay, also ich werde für Sie eine persönliche Handelsstrategie erarbeiten. Die hatte ich doch schon besprochen mit Ihrer Kollegin. Ich weiß nicht, was ich mit meiner Kollegin besprochen habe. Haben Sie so, firmenintern keinen Austausch? Darf ich mit Ihnen nochmal kurz alles besprechen? Dass man das bei Ihnen mehrfach machen muss, ist aber auch sehr un... Ja. Na gut, erzählen Sie. Okay. Also sehen Sie, Sie müssen gar nichts machen. Also alles wird von mir gemacht und von unserem automatisierten System. Sie können einfach Ihr Handelskonto anmelden und dort Ihre Profite sehen. Sehen Sie mal, da sieht man mal wieder, dass Sie keinerlei Kommunikation firmenintern haben. Ich wollte nicht mit einem automatischen System handeln. Das habe ich Ihrer Kollegin klar gesagt. Nein, ich bin ein Investor.
Ich gebe Ihnen Geld, Ja. das sollen Sie vermehren. Dafür kriegen Sie von mir Geld. Dafür habe ich eingezahlt. Mich interessiert, Richtig. ja, und mich interessiert nicht, wie Sie das machen. Ich möchte nur den Erfolg sehen. Ich hatte Ihrer Kollegin ja auch schon gesagt, ich habe mich bei zwei Firmen angemeldet und habe bei zwei Firmen Geld überwiesen und werde jetzt Sie überprüfen, ob Sie gut arbeiten. Ich werde von meiner Firma aus noch wesentlich mehr investieren bei der Firma, die tatsächlich dann die besseren Gewinne macht. Das heißt, Sie können Sie jetzt beweisen, wie gut Sie als Broker sind. Und ich würde dann bei der Firma investieren, die mehr Gewinne macht. Das ist mein Vorhaben. Ich bin Aha. Investor, ich will nicht wissen, wie Sie die Gewinne machen, ich will nur wissen, was für Gewinne Sie machen. Okay, gut, verstanden. Also haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich, oder? Ich bin Unternehmer, natürlich habe ich Erfahrung. Ach so, Sie sind Unternehmer, also Sie sind auch Broker, handeln Nein, Sie auch das selber? Habe ich nicht gesagt. Ich sagte, ich bin Unternehmer. Ich bin Firmeninhaber. In welchem Bereich, wenn ich fragen darf? Das spielt doch keine Rolle. Spielt das eine Rolle, in welchem Bereich ich arbeite? Welches Bereich meine Firma macht, das spielt doch keine Rolle für eine Investition. Verstehe, ja. Ich möchte einfach mit Ihnen ein bisschen kennenlernen, um eine Handelsstrategie für Sie wählen. Sagen Sie bitte, wahrscheinlich möchten Sie mit bestimmten Aktiven handeln. Das hatte ich Ihrer Kollegin auch gesagt, ja. Sagt Ihnen der Begriff seltene Erden etwas? Heutzutage ist Bitcoin sehr profitabel. Nein, haben Sie mich verstanden? Ja, wir haben das meiner Kollegin schon gesagt. Genau. Meine Kollegin arbeitet in einer ganz anderen Abteilung. Ja gut, aber trotzdem möchte ich gerne mit seltenen Erden handeln. Okay. Und mit und was noch wichtig ist, mit Kobold. Wie ist der Preis für Kobold aktuell? Zu diesem Moment, das ist 2400. Pro was? Ein bisschen mehr. Für Gold. Nee, ich habe nicht von Gold gesprochen, ich habe von Kobold gesprochen. Das ist ein Rohstoff. Sie verstehen Sie ja, meine Sprache nicht so schlecht. Ich habe Sie einfach ein bisschen schlecht gehört. Wir sprechen mit Ihnen über Festnetz. Vielleicht kann ich Sie später also bei unseren weiteren Gesprächen per WhatsApp erreichen. Das hatte ich Ihrer Kollegin auch gesagt. Mir als Unternehmer ist die Nutzung von WhatsApp untersagt. Es gibt keinerlei Kommunikation innerhalb Ihrer Firma, stelle ich fest. Also, sagt Ihnen der Begriff selten... Ich würde Sie verstehen, also einfach meine Aufgabe als Ihre Fachfrau ist mit Ihnen also Kommunikation bilden. Ja, eben. Ihre die beste... Genau, wir kommunizieren über Telefon und E-Mail. Ja. Genau. Telefon und E-Mail, okay, habe ich verstanden. So, wie sieht das jetzt mit den seltenen Erden aus? Dysprosium, Gallium, Germanium, Hafnium, Indium, Neodym... Und so, Rhenium, Tellum, das sagt Ihnen alles was? Seltene Erden? Natürlich. Gut. Also bei Ihrem Handelskonto, wir können also mit Metallen handeln und mit Rohstoffen. Das wird Sie können ja das auch selber bei Ihrem Handelskonto auch prüfen. Also ich versuche alles machen, um Ihr Handeln so perfekt zu machen wie möglich. Das ist meine erste Aufgabe. Ja gut, die erste Aufgabe ist erstmal das Geld auf meinem Handelskonto einzuzahlen, das Sie ja schon erhalten haben. Ja, dieses Geld befindet gerade auf Ihrem Bonuskonto. Das interessiert mich nicht. Mein Handelskonto ist mit meiner E-Mail-Adresse, das sagte ich bereits. Das können Sie firmenintern gerne umbuchen, das ist mir relativ egal. Verstehe. Gut. Okay. Und dann werde ich in jedem Fall, ich hatte es Ihnen ja gesagt, ich habe noch bei einer anderen Firma investiert. Und dann bin ich gespannt drauf, welche Gewinne Sie machen. Und die Firma, die die besten Gewinne für mich und meine Firma macht, bei der werde ich mehr investieren. Ich bin ich habe demnächst eine Rechnung, die fällig wird. Das heißt, ich bin bereit, zwischen 120.000 und 150.000 Euro zu investieren bei der Firma, die mehr Gewinne gemacht hat.
Das können Sie dann überlegen. Sie können sich anstrengen. Ja, Sie können sich dann anstrengen, ordentlich Gewinne zu machen. Die beste Firma gewinnt. Okay. Wie viele Firmen haben Sie investiert? Aktuell bei zwei. Aha. Möchten Sie noch weiter investieren bei anderen Firmen? Das weiß ich noch nicht. Das kommt darauf an, wie gute Gewinne Sie machen. Ich muss mein Geld ja nicht irgendwo investieren. Ich teste gerade jetzt Ihre Firma aus und die andere Firma aus. Genau. Okay. Gut. Also, Sie können natürlich, ja, Konto jederzeit zugreifen, aber auch möchte ich Sie über Verifizierung sagen. Ich bin doch schon Also, verifiziert. aha, sehen Sie schon, ja? Ja. Haben Sie schon alle Unterlagen hochgeladen? Ja, wie welche Unterlagen? Die Kollegin sagte, ich wäre schon verifiziert. Was für Unterlagen wollen Sie? Also bei Ihrem Handelskonto haben Sie ein Feld da, wo steht Identitätsprüfung. Dort müssen Sie also Ihr Ausweis hochladen. Nein, nein, Vor- nein. und Rückseite. Nein, nein, Sie sind doch eine deutsche Firma, sagte die Kollegin. Sie sitzen in Bonn, in Frankfurt und in Berlin. Dann nutzen Sie doch sicherlich auch das Postident-Verfahren für die Verifizierung. Als deutsche Firma nutzt Für man die das Verifizierung Postident-Verfahren. müssen Sie. Als deutsche Firma nutzt man Ja. das Postident-Verfahren. Verstehe, aber Postident, also das ist nicht obligatorisch. Sie Doch, können das ist einfach dort Ihre Unterlagen wie bei Binance. in Deutschland ist das In Deutschland? obligatorisch. Richtig. Nein, nicht immer. Doch, Nicht ist immer. doch immer. Hatten Sie noch ein Konto bei Binance zum Beispiel? Ja, richtig, habe ich auch tatsächlich, aber das geht ja dann über einen Videocall. Verstehe. Nicht immer müssen Sie Videoverifizierung bestehen. Was muss ich nicht Zum immer? Beispiel, wenn Sie nicht immer müssen Sie beim Videoverifizierung haben. Doch, Sie können einfach die Unterlagen. bei Binance ist es so, bei jeder Firma, die in Deutschland tätig ist, muss das so sein. Es ist verboten, Ausweise zu verschicken. Der Ausweis gehört dem Sie müssen. deutschen Staat und der Staat verbietet, Ausweise zu versenden. Verstehe, aber Sie senden das nicht mich persönlich. Auf Ja. Ihrem Handelskonto ist alles verschlüsselt. Ja, Also Sie ja können gut, einfach aber Ihr. auf dem über dem Weg auf mein Handelskonto per E-Mail, da ist ja keine Verschlüsselung. Das Sie heißt, müssen nicht das per E-Mail schicken. sondern Sie müssen einfach Ihr Handelskonto anmelden, klicken auf Identitätsprüfung ja. und Ihre Und Fotos. wie ist Einfach der direkt Transfer auf dann Handelskonto. wie ist der Transfer dann verschlüsselt? Nennen Sie mir bitte den Verschlüsselungsalgorithmus. Also Sie schicken das nicht per E-Mail, per WhatsApp und der andere dritte Personen. Nur Sie haben Zugang zu Ihrem Handelskonto und das alles wird von unserem drinnen System überprüft und bestätigt. Also kein Mensch hat Zugang zu Ihren Gut, Unterlagen. dann geht. Einfach, wenn dort ein Bild wird, eine Datei, wird das bei der System als erledigt markiert und Sie erhalten ein grünes Feld auf Ihrem Handelskonto. Gut, dann sagen Sie mir bitte, welchen Verschlüsselungsalgorithmus Ihr System benutzt. Ich bin kein technischer Spezialist, aber ich kann Ihnen sicher sagen, dass niemand hat Zugang zu Nee, Ihrem Handelskonto und zu Ihren Daten. solange ich den Algorithmus nicht weiß und kenne und überprüft habe, werde ich sicherlich keine Bilder zu Ihnen hochsenden. Sie haben ja die Möglichkeit, über das weltweit anerkannte Postident-Verfahren zu machen. Dazu müssen Sie nur Müssen Sie zur Post. verstehen, dass Nein, wenn Sie nicht verifiziert sind? muss ich mich nicht verstehen. Sie müssen als Firma dafür sorgen, dass Sie zur Post gehen in Ihrer Gegend und Bonn sagten Sie doch. Dann gehen Sie in Bonn zur Post, verifizieren sich dort, dann kriegen Sie einen Code. Den Code geben Sie mir, dann lade ich über Ja. Postident-Verfahren meine Daten hoch. Dann kriegen Sie die Daten tatsächlich von mir über das Postident-Verfahren. Ich weiß, wie Postident funktioniert. Gut.
Aber bei Ihrem Handelskonto ist direkte Hochladung von Ihrem Handy auf Ihr Handelskonto. Hier gibt es kein Risiko für Sie, kein Doch, Mensch, richtig. Diese Unterlagen sehen. Dann sagen Sie mir bitte, welcher Verschlüsselungsalgorithmus da zu tragen kommt. Und sie ist raus. Hallo? Hallo, Herr Siegelbürger, hier ist Olivia. Ah ja, okay. Ich grüße Sie. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut, alles gut. Ich grüße Sie auch. Ja. Alles gut, das freut mich. Ja. Also wir haben gestern schon Ihre Arbeit gestartet. Also ich habe schon Handel für Sie gestartet. Sagen Sie bitte, ob es hier geklappt hat, endlich dieses Handelskonto anzumelden. Ich guck mal, ich versuche mich mal einzuloggen. Augenblick. So. Okay. Ich bin da, um Ihnen zu helfen. Also wenn Sie etwas nicht wissen oder meine Hilfe brauchen, einfach sagen Sie mir. Ja, ich versuche es gerade, mich einzuloggen. Okay. Jetzt wird es gerade nicht gefunden. Also von Ihrem alten Handelskonto müssen Sie ausloggen zuerst. Ja, ich bin schon... Sagen Sie bitte, benutzen Sie Handy oder Laptop dazu? Ein Computer benutze ich. Ein Computer, okay. Aber die Trading-Seite... trd.investgroup, die ist gerade nicht erreichbar. Moment, bei mir auch. Ja, das ist seltsam. Wissen Sie, viele von meinen Kollegen sagen das, dass also, ja, es haben wir technische Probleme, aber meine Kundin hat erfolgreich gehandelt vor 20 Minuten, also dachte ich, das ist alles schon geklärt. Ja, nee, funktioniert halt nicht. Ich kann nicht bei jemandem geht schon, bei jemandem nicht. Keine Sorge, also alles gut. Das ja, gut. Das ist nur vorläufige Probleme. Ja, gut, das ist aber solche vorläufigen Probleme, die sollten eigentlich nicht existieren. Mhm. Also jetzt kann ich Ihnen trotzdem kann ich Ihren Kontostand Ihnen sagen. Ja, gut, das möchte ich ja selber sehen. Also kein Problem. Genau, aber ich komme ja nicht drauf auf mein Konto. Verstehe. Also versuchen Sie vielleicht in einem anderen Browser dieses Link öffnen? Nee, ich hab nur meinen Browser, den ich nutze. Spielt doch keine Rolle. Nur einen Browser. Ja. Okay, versuchen Sie einfach die Seite erneuern. Nee, geht nicht. Ich habe es gerade nochmal versucht. Also dann können Sie sich bitte melden, wenn Sie diese Probleme beseitigt haben. Natürlich. Das hat ja so keinen Sinn. Natürlich. Ich schicke Ihnen eine E-Mail und gewöhnlich mache ich mit meinen Kunden auch eine Auszahlung. Das ist in Ordnung, aber das können wir ja dann machen. Erstmal, ich hatte Ihnen ja gesagt, ich habe noch eine andere Firma, bei der ich investiert habe. Das weiß ich. Ja, und dann lasse ich Ihnen jetzt erstmal Zeit, ordentlich zu handeln. Zur Not auch mit Risiko. Das ist kein Problem, wenn es Verluste gibt und Sie mir hinterher erklären, warum es diese Verluste gab, dann ist das in Ordnung. Aber Sie können ruhig ein bisschen riskant handeln. Okay. Na? Also das ist klar und ich habe auch der anderen Firma die Zeit gegeben. Ich denke mal, ja, werden wir sehen. Heute haben wir Donnerstag, okay. Das heißt, ja, Sie schreiben mich an, wenn die Webseite wenn, wieder funktioniert. Wenn alles in Ordnung geht, dann natürlich. Genau, richtig. Dann können Sie einloggen und alle Ihre Profile sehen. Ja, das ist gut, weil ich habe gerade ein gutes Angebot gekriegt, meine gesamte Firma zu verkaufen und mich quasi in Ruhestand zu begeben. Und das Geld, was ich für die Firma bekommen habe, würde ich eigentlich gewinnbringend anlegen wollen. Das heißt, ich weiß nicht, aha, super. Genau gesagt haben wir noch nicht. Die Preisverhandlungen sind nicht bis zum Ende gekommen, aber ich denke mal, zwischen 3,5 und 4 Millionen Euro werde ich für die Firma bekommen mit einem Inventar und davon möchte ich einen Großteil investieren. Und das natürlich bei der Firma, die mir den meisten Gewinn gibt. Also sprich, Ihre Firma oder die andere Firma. Das werden wir sehen. Gut, dann würde ich sagen, melden Sie sich wieder, wenn Ihre Webseite oder natürlich. Das Trading-Portal wieder funktioniert. Okay, gut, kein Problem. Dann schicke ich Ihnen ein Mail. Gut.
Genau, dann vereinbaren wir einen neuen Telefontermin und dann sprechen wir weiter. Genau. Sicher. Gut, dann danke für Ihre Zeit, ja? Nächste Woche weiß ich noch nicht genau, weil ich werde nächste Woche nach Kanada fliegen zu dem neuen, zu dem Käufer. Mal gucken, was da geht. Da bin ich nicht jederzeit erreichbar. Ich weiß, ich auch. Also nächste Woche werde ich am Montag und am Dienstag nicht da. Schon ab Mittwoch. Ja gut, dann warten wir erstmal Mittwoch ab und dann schaue ich erstmal am Mittwoch wieder auf mein Trading-Konto, ob das dann wieder funktioniert. Und dann schicken Sie mir, wie gesagt, eine E-Mail und dann werden wir weiterreden. Okay, gut. Gut. Dann, wenn also alles bei Ihrem Handelskonto wieder funktioniert, schicke ich Ihnen eine Mail. Alles klar, so machen wir das. Super, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch. Ihnen auch, danke sehr. Danke sehr. Danke, tschüss. Tschüss. So. Jetzt habe ich es erstmal ein bisschen angefixt. Und die Trading-Seite funktioniert echt nicht. Da bin ich mal gespannt, was sie jetzt macht. Hallo? Ja, hallo, Herr Singelbürger. Hier ist Olivia. Ah, hallo, grüße Sie. Hallo, wie geht es Ihnen heute? Ich hoffe, alles gut. Alles prima soweit. Ich habe da nur mal eine Frage. Ja, das letzte Mal, dass Sie gehandelt haben, war ja am Freitag. Und heute ist Mittwoch. Und haben Sie gar nichts davon mitgekommen, was in Japan passiert ist? Ich habe also nur heute die Geschäfte geöffnet für Sie. Ja, warum? Warum habe ich heute für Sie Geschäfte geöffnet? Nein, warum Sie es nicht Montag und Dienstag gemacht haben? Ich war leider Montag und Dienstag nicht da. Ja, das ist aber, wenn Sie, kann kein anderer meine Trades öffnen? Ich bin Ihre Beraterin, deswegen also mache ich gewöhnlich alle Geschäfte für meinen Kunden. Ja, gut, also aber... ich denke, wir haben Ihnen sehr gute Profite. Ja, gut, aber Sie hätten mehr Profit machen können bei dem, was am Montag passiert ist. Da sind die Möglichkeiten, Gewinne zu machen, sehr groß gewesen und Sie waren nicht da. Das heißt, Sie sind für mich als Berater, ja, wenn Sie gar nicht auf Marktbegebenheiten reagieren können, weil Sie gar nicht da sind. Das ist aber sehr schlecht. Ich verstehe, aber aus menschlichen Gründen war ich für ein paar Tage nicht bei der Arbeit überhaupt. Ich konnte einfach die Geschäfte nicht öffnen. Das ist, ist Ihnen bekannt, was in Japan passiert ist? Was ist in Japan passiert? Sie wissen gar nicht, was in Japan passiert ist? Herr Segeburger, müssen Sie verstehen, ich bin nur das verstehe ich nicht. Gekommen. Nee, das verstehe ich nicht. Sie wissen gar nicht, was am Markt passiert. Also das erwarte ich eigentlich... Gewöhnlich überprüfe ich jeden Tag die Nachrichten, aber ich bin gerade zur Arbeit gekommen und habe Ihre Nachricht gesehen. Ja, und das ist ja das Schlimme, dass Sie gar nicht auf den Markt reagieren, weil Sie einfach nicht da waren, als am Markt wichtige Dinge passiert sind. Sagen Sie bitte, sind Sie mit Ihren Profiten zufrieden? Es hätte wesentlich mehr sein können. Ja, der Nikkei-Index ist am Montag extrem gefallen. Das war die Möglichkeit, sehr viel Geld zu verdienen. Und das haben Sie nicht genutzt, weil Sie einfach nicht da waren. Ich verstehe, aber was kann ich tun? Ja, Sie können jemanden suchen, der, wenn Sie nicht da sind, meine Trades eröffnet. Das erwarte ich von einer Firma, mit der ich handle, muss ich das erwarten. Wenn Sie solche wichtigen Dinge, Marktbegebenheiten, gar nicht darauf reagieren, weil Sie nicht da sind, das geht doch nicht für eine Firma. Sie sind ja nicht die einzige Firma, Sie sind ja nicht die einzige Person in Ihrer Firma. Ich verstehe, aber mit meinen Kunden dürfen andere Leute nicht kommunizieren. Das sind meine Kunden. Wenn sie möchten, ja, können sie einen anderen Fachmann finden. Dann sind leider Sie wirklich, würde ich mal, das ist sehr schlecht. Wenn Ihre Firma, wenn ich mit Ihrer Firma handle
Und Ihre Firma gar nicht Warum auf dem Markt. Darf ich nicht? Warum unterbrechen Sie mich? Herr Siegelbürger, bitte lassen Sie sich ausreden, ich höre Sie zu. Was? Ich soll Sie ausreden lassen und Sie hören sich zu? Ich höre Sie jetzt zu, also Sie können jetzt reden. Ja, Sie haben ja mich gerade unterbrochen. Also das wirkt, das wirkt wenig professionell, ehrlich gesagt. Wenn Sie nicht zur Arbeit gehen und die wichtigen Trades und die wichtigen Sachen wirklich verpassen, das ist schlecht. Und Sie wissen ja scheinbar noch nicht mal, was passiert ist. Ich verstehe Sie, aber sehen Sie, Ihre Profite machen wir sehr gute Profite. Ja, für eine Woche haben wir Ihr Kapital, also Startkapital, schon in dreimal gestiegen ist. Also ja, so haben Sie fast 12.000 auf Ihrem Handelskonto. Sie haben mit 3.000 angefangen. Ich denke, das ist gut. Ja, die das andere, ist gute Profite. Die andere Firma, ich habe Ihnen ja gesagt, ich habe noch bei einer anderen Firma dieselbe Summe investiert. Die haben Montag und Dienstag gehandelt. Und die haben dadurch alleine mehr Gewinne gemacht. Und Sie konnten, Sie konnten das also nicht machen. Das heißt, ich muss jetzt gut beobachten, ob Sie weiterhin für mich die richtige Firma sind. Weil wenn Sie so wichtige Dinge einfach links liegen lassen und nicht beachten, das wirkt wenig, wenig seriös für mich. Ganz wirklich. Die Gewinne so sind in Ordnung. Also und vor allem, Sie handeln ja immer nur dieselben drei oder vier Produkte. Haben Sie da nichts? Am Anfang unserer Arbeit haben Sie mir Ihre gewünschte Richtungen gesagt. Ja, aber na, ich habe es genau gesagt. Ich habe auch Dysprosium, Gallium, Germanium, Hafnium, Indium, Neodym, Rhenium, Tellur, Terbium. Habe ich gesagt. Und all diese Dinge wurden von Ihnen gar nicht gehandelt. Immer nur dieselben vier Sachen. Aluminium, Gold, ja. Diese Aktiven sind leider auf Ihrem Handelskonto nicht zur Verfügung. Also alle Ihre Aktiven, mit denen Sie handeln können, können Sie auch selber überprüfen. Ja, ich handle jetzt mit Aktiven, zu denen Ihr Standardkonto Zugang hat. Haben Sie ein Standardkonto, oder? Das müssen Sie doch wissen, was für ein Konto ich habe. Ich weiß nicht, welches Konto haben Sie geöffnet. Ich habe keinen Zugang zu Ihrem Konto, aber hochwahrscheinlich, das war ein Standardkonto. Ja, wo sieht man das? Auf Ihrem Handelskonto. Ja, und wo da? Da steht Standardkonto. Wo finde ich das? Klicken Sie auf Dashboard. Ja, bin ich drauf. Ah ja, Standardkonto. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Ich habe nicht gesagt Standardkonto. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nie gesagt. Dieses Konto haben Sie mit einem anderen Manager geöffnet. Ja, das ist aber doch nicht mein Problem. Ich habe dieses Konto bei Ihrer Firma eröffnet. Ja, und Sie haben ein Standardkonto geöffnet. Ja, aber das habe ich ja nicht eröffnet, das hat der ja für mich eröffnet, bei Ihrer Firma. Wenn Sie sich registrieren, können Sie selber Konto auswählen. Nein, das hat der für mich, das hat der für mich gemacht. Also wie gesagt. Wenn Sie bei der Website registrieren. Also, wie gesagt, Sie haben nur vier, Sie haben Platinum, also Platin, Silber, Gold und Aluminium gehandelt bis jetzt. Und seit dem 2.3., seit dem 2.8., seit Freitag haben Sie bis heute gar nicht gehandelt. Und erst heute wieder. Und das ist... heute haben Sie Ihre Profite. Ja, richtig. Heute. Können wir dann so machen? Also wir können noch zum Beispiel eine Woche handeln, dann später, wenn Sie möchten, können wir also die Auszahlung machen und Ihr Konto schließen. Ja, das kommt ja drauf an. Ich hatte ja gesagt, was ich investieren will. Das ist ja nur ein Test jetzt. Ich hatte ja anfangs gesagt, ich will so 120.000, 150.000 Euro investieren. Dann kam das Angebot, meine Firma komplett zu verkaufen. Für 3,5 bis 4 Millionen Euro. Das Angebot ist inzwischen da. Das wird jetzt geprüft.
Und davon würde ich dann auch einen Großteil investieren. Und da kommt es Super. drauf, das kommt drauf an, das hatte ich Ihnen ja gesagt, welche Firma besser ist und mehr Gewinne macht. Die kriegt den Zuschlag. Genau. Gut, dann Verstehe ich, warten wir okay. jetzt einfach noch mal eine Woche ab. Sie geben sich richtig Mühe, versuchen viel Geld zu machen. Sie versuchen es dann mal mit anderen Sachen, die ich Ihnen gesagt habe. Ich bezweifle, dass ich mit einem Standardkonto diese anderen Rohstoffe gar nicht traden kann. Das steht da nirgends, dass ich bestimmte Sachen gar nicht traden kann. Ich kann, Sie, Ihr Kollege und Sie haben gesagt, ich kann in Rohstoffe investieren. Und jetzt habe ich Ihnen Rohstoffe genannt Natürlich. und bitte bitte ausreden lassen. Ich habe Ihnen jetzt Rohstoffe genannt und die haben Sie komplett links liegen lassen. Das heißt, Sie haben gar nicht darauf reagiert. Ich verstehe, aber ich handle mit den Rohstoffen, die für Sie im freien Zugang sind. Die sind im freien Also müssen Zugang. Sie verstehen, Die dass. sind im freien Zugang. Das sind Rohstoffe. Ich kann mit allen Rohstoffen handeln. Bei der anderen Firma kann ich mit allen Rohstoffen handeln. Wenn Sie diese Rohstoffe gar nicht haben, dann sind Sie offensichtlich die falsche Firma für mich. Das habe ich von Anfang an gesagt, in was ich investieren will. Ich verstehe. Also, Sie haben Gut. auf Ihrem Standardkonto ein begrenztes, also Liste von allen Aktiven, wo Sie Nein, handeln können. das wurde mir nicht gesagt, als das Konto erstellt wurde. Da stand nichts von Begrenzung. Ich könnte auf alle Rohstoffe handeln. Das wurde mir gesagt. Ich verstehe. Gut, dann wissen Sie, was Sie jetzt Also. die nächste Woche über zu tun haben. Okay. Versuche ich also alles machen, okay? Nee, nicht versuchen, sondern tatsächlich machen. Nicht nur versuchen. Ansonsten gewinnt die andere Firma und ich investiere bei der anderen Firma. Das Das ist Ihr ist, Recht, also. ja, natürlich. Ich gebe Ihnen die Möglichkeit, sich gut zu verkaufen und dann sollten Sie sich ein bisschen Mühe geben. Es ist ja nun keine kleine Einzahlung, die ich machen will. Und da möchte ich bitte auch nur die besten Broker haben. Und Okay. Sie haben sich ja als bester Broker verkauft. Dann können Sie das jetzt bitte beweisen. Natürlich. Okay, gut. Okay, dann, also schreiben Sie mir bitte später per Mail, wenn wir einen Termin vereinbaren können, wenn Sie weitere Fragen hätten, okay? Ich denke, ja, ne, erstmal will ich ja sehen, was auf dem Konto passiert. Und ich denke mal in einer Woche oder so Super. ungefähr, dann werden wir wieder telefonieren. Okay, gut. Gut, alles klar. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch und bis später. Ja, viel Erfolg Ihnen. Dankeschön, bis später. Tschüss. Tschüss. Das war also der erste Teil meines Abenteuers mit dieser Betrügerfirma. Wie ihr gehört habt, strotzen die nur so vor Inkompetenz und Kommunikationsdilettanz. Dort weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut. Was sie aber gut können, ist Ausreden erfinden. Jedenfalls habe ich sie permanent unter Zugzwang gesetzt und habe ihr keine Pause gegönnt. Am nächsten Sonntag hört ihr den zweiten Teil dieser großen Verarsche. Und dann geht's noch ein wenig heftiger zur Sache. Am Mittwoch kommt ein kürzeres Mittwochsvideo, doch ihr könnt euch den nächsten Sonntag schon mal vormerken. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Callcenter-Crasher.